Etwa 76 Millionen Menschen sprechen Tamil als Muttersprache. Vor allem in Südindien und Sri Lanka. Jedoch unterscheidet sich die Umgangssprache stark von der Schriftsprache. Und immer weniger Menschen können das klassische Tamil lesen. Und der Pandya-König gründete die erste Akademie im südlichen Madurai. Da saßen Götter, Könige und Menschen beisammen und dichteten 4440 Jahre lang. Dann kam das Meer und spülte sie alle hinweg. Und der Pandya-König gründete die zweite Akademie in Kapatapuram. Doch auch die wurde vom Meer verschlungen. Und der Pandya-König gründete die dritte Akademie im nördlichen Madurai. Da schufen sie für uns die 8 Sammlungen und die 10 Gesänge. Unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Eva Wilden betreut die Akademie der Wissenschaften in Hamburg seit Anfang 2023 das Langzeitvorhaben Tamilex, Erstellung eines elektronischen Korpus der klassischen tamilischen Literatur und eines historischen Wörterbuches unter Berücksichtigung von einheimischen, exegetischen und lexikografischen Quellen. Es wird im Rahmen des Akademienprogramms gefördert, das von der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften koordiniert wird. Ziel des Projekts ist es, ein elektronisches Korpus der wichtigsten Texte der tamilischen Literatur des ersten Jahrtausends aufzubauen. Eine Textbasis in Form von kritischen Editionen, Übersetzungen und Digitalisaten liegt bereits vor und ist seit 20 Jahren in Arbeit. Korpuswörterbücher, also die Auflistungen aller Vorkommen und Ableitungsformen der Manuskripte, werden die Grundlage für ein zweisprachiges historisches Lexikon bilden. Querverweise ermöglichen den Zugang zu früheren gedruckten Wörterbüchern. Das Ganze wird als interaktives Online-Tool konzipiert, das eine direkte Auseinandersetzung auch mit den Quellentexten ermöglicht. Wir arbeiten hier an dem ersten historischen Lexikon der klassischen tamilischen Sprache. Tamil ist keine Sprache, die man über Nacht lernen kann. Sie wurde von Sprachprofis für Sprachprofis gemacht. Es braucht ein paar Jahre, um allein die Grundkenntnisse zu erwerben. Und da in Indien heute eher Englisch und Hindi gelehrt werden, wird dieses Wissen meist nicht mehr vermittelt. This sort of knowledge is not transmitted anymore. Die frühen poetischen Anthologien des klassischen Tamil gehen bis auf den Beginn unserer Zeitrechnung zurück. Sie haben zum großen literarischen Erbe der Menschheit beigetragen, obwohl sie im Westen noch wenig bekannt sind. Sie umfassen eine umfangreiche Tradition von Liebes- und Heldendichtung, aber auch didaktische, epische und religiöse Sammlungen. Lange Zeit wurden sie mündlich von Lehrer zu Schüler weitergegeben. நல்லென்றன்றே யாமம் சொல்லவின் தினிதடங்கினரே மாக்கள் முனிவின்று நனந்தலை உலகமுன் துஞ்சும் ஓர்யான் மன்ற துஞ்சாதேனே. Eine Hauptquelle für unsere Arbeit sind Palmblattmanuskripte, die aufgrund ihres Materials in tropischer Feuchtigkeit und Hitze nicht lange erhalten bleiben. Und sie wurden deswegen alle paar hundert Jahre immer wieder neu kopiert. Bei den Manuskripten, die uns geblieben sind, besteht die wichtigste Aufgabe darin, dafür zu sorgen, dass sie richtig aufbewahrt werden. Außerdem müssen sie digitalisiert werden, damit Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu ihnen haben, sie sehen und mit ihnen arbeiten können. Wenn wir alles digitalisiert haben, können wir die verschiedenen Textversionen in den Manuskripten sortieren und analysieren. Denn sie haben sich im Laufe der Zeit verändert und weiterentwickelt. Sei es aufgrund von Fehlern, die Schreibern beim Kopieren unterlaufen sind, oder aufgrund von absichtlichen Abweichungen, die sie hinzugefügt haben, wenn sie ein Wort oder etwas anderes ändern wollten. Hierfür verwenden wir Werkzeuge von Bioinformatics, um die Entwicklung des Textes zu untersuchen. Außerdem haben wir dank unserer Zusammenarbeit mit dem Center for the Study of Manuscript Cultures der Universität Hamburg Zugang zu einem ganzen Labor mit wirklich interessanten Geräten, mit denen wir die Materialien untersuchen können, wie zum Beispiel mit Röntgenstrahlen oder Spektralanalysen. And also a really nice rig for digitizing the manuscripts. Editions will be printed, but the main goal is to. Die Editionen werden auch gedruckt. Das Hauptziel ist aber die Erstellung interaktiver, bilingualer Tools, in denen man beides sehen kann, Tamil und Englisch. Und das Tamil soll nicht nur in moderner Schrift, sondern auch anhand von Bildern und Faksimiles gezeigt werden. So dicht am Manuskript wie möglich. Die Menschen werden immer noch erst lernen müssen, wie man Manuskripte liest. People still have to learn how to read manuscripts. Das Projekt ist für eine Dauer von 24 Jahren geplant.
Das klingt nach einer langen Zeit. Aber schauen Sie sich Grimms deutsches Wörterbuch an. Wie lange hat dessen erste Auflage gedauert? Um die 100 Jahre ungefähr. Das Tamilex-Team bringt Forscherinnen und Forscher von 3 Kontinenten im Alter zwischen 24 und 90 Jahren an einen, wenngleich auf virtuellen Tisch. Auf diese Weise wird das Tamilex-Langzeitvorhaben in Hamburg zu einem Knotenpunkt für die Bewahrung und Erneuerung von Wissen.